Hi, ich bin Marv, das ist HODLCore und willkommen zum Anniversary Sale von Overstock. Nein, 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 Spaß, Spaß, Spaß. Also, was hat Overstock mit Blockchain-Technologie zu tun und warum mache ich überhaupt dieses Video? Und warum siehst du schon, dass es vielleicht mit Polymath zu tun hat, oben in der Browserleiste? Und was überhaupt ist T0? Wenn dich diese Sachen interessieren, dann bleib dran, es wird wieder spannend. Ja, letzte Woche habe ich in meinen Videos das Thema Security Token Offerings behandelt und den Anbieter Polymath vorgestellt. Wenn du jetzt nicht weißt, was genau das ist, dann verlinke ich dir die Videos hier oben nochmal rein. Und heute möchten wir uns mit, wie du schon gesehen hast, Overstock und deren Ableger beschäftigen und mal ein bisschen erklären, wie das Ganze zusammenhängt. Zunächst können wir uns ja gerne nochmal anschauen, wo Polymath bzw. Poly der Token aktuell steht. Wir können ja hier mal diesen 14-Tage-Trend anschalten. Und da siehst du, dass es doch relativ steil nach oben geht. Und auch da erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz, womit das vielleicht zu tun haben könnte. So, wir springen nochmal zurück auf die Seite, die so ein bisschen nach IKEA aussieht, aber es ist Overstock. Overstock ist ein Unternehmen, das schon ein bisschen länger auf dem Markt ist. Ich glaube, das wurde 1999 gegründet, auch als Plattform zum Verkaufen eben von solchen Dingen. Aber naja, wenn man ein Geschäft führt, muss man ja immer sehen, dass man am Ball bleibt, am Puls der Technologie, und eben auch das hat Overstock gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Ihnen gehört T0. T0 ist eine Plattform und möchte Security Token Offerings anbieten. Wir können hier ein bisschen runterscrollen, dann sieht man das schon. Und zwar genauer gesagt wird es eine regulierte Exchange werden. Was heißt das? Naja, auf den ganzen Exchanges, die wir jetzt zurzeit eben haben, sowas wie Kraken, Binance, Coinbase etc. pp., können keine Security Tokens angeboten werden. Das geht dann einfach nicht. Weil eben zum Beispiel die SEC in Amerika zum Beispiel oder die Börsenaufsichtsbehörde in Deutschland etwas dagegen haben könnten. Und genau hier springt eben T0 als erste vollwertig regulierte Exchange bzw. Handelsplattform ein. Und ich habe ja eben gesagt, es ist eine Handelsplattform und genau das ist es auch. Es ist jetzt nicht eine reine Exchange, die man dort anbietet, sondern sie bietet natürlich auch Tools an, damit dann eben die Investoren auch entscheiden können, ob sie denn an so einem STO teilnehmen wollen oder nicht. Und das Ganze siehst du hier. Sie haben bereits eine Risk Management Software im Einsatz, Order Management Software und viele Technologien, die eben beim Handel helfen sollen. Also T0 ist die erste Exchange, die auch reguliert ist. Und eben, jetzt kommt der Schlag nochmal zu Polymath. Wir haben ja nur nochmal kurz zur Erklärung. Polymath ist, kann man sich wie Ethereum vorstellen, aber das Ganze dann für Security Tokens. Sie haben nämlich den ST20 Standard kreiert, so wie es den ERC20 Standard für ganz normale Utility Tokens gibt, gibt es jetzt auch den ST20 Standard für die Security Tokens. Und du siehst hier auch immer diesen beliebten Vergleich von Polymath selbst, dass sie eben genauso sein wollen wie Ethereum für die normalen ICOs, möchte Polymath das gleiche sein für die STOs. So, jetzt können wir noch mal kurz zurückgehen und wir schauen uns jetzt mal kurz den 60-Tage-Chart an. Und hier sehen wir auch schon, warum das Ganze so ein bisschen nach oben gegangen ist. Zu erklären ist das, T0 ist ein relativ junges Projekt, hat selber ein ICO veranstaltet, der letzten Dezember gestartet ist und dann im April zu Ende gegangen ist. Und diesen Kursanstieg, den du hier siehst, der ist eigentlich dadurch gekommen, dass dieser
ICO beendet wurde und mittlerweile die ganzen Tokens, die dort veranstaltet, also ausgegeben wurden, was tatsächlich dann auch eben kein regulärer ICO war, sondern eben diese Security Tokens, die sind nun an die Anleger eben rausgegangen. Jetzt haben die meisten Anleger noch keine richtigen Zugriff eben auf die Tokens, sondern weil das Ganze reguliert ist, müssen akkreditierte Investoren bis zu 90 Tage drauf warten und normale Investoren sogar bis zu einem Jahr darauf warten, dass sie eben Zugriff oder Folgenzugriff auf die Tokens haben und diese dann auch veräußern können. Das heißt, aktuell haben wir hier diesen riesen Anstieg eben, weil dieses Projekt nach vorne geht, keinerlei großen Rückschläge hat. Das kann natürlich auch kommen, denn du weißt ja, sobald es eben alles reguliert ist und Behörden eben vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, die einem nicht so gut gefällt. Auf jeden Fall, Polymath, T0 geht nach vorne, entwickelt sich weiter und könnte Ende des Jahres sehr, sehr groß werden. Wie sind Polymath und T0 noch verbandelt? Polymath hat T0 unterstützt, die Plattform aufzubauen, diesen ganzen Standard zu integrieren. Wichtig dabei ist noch zu erwähnen, dass zwischen Polymath und T0 keine Exklusivität herrscht. Das heißt, du oder ein Unternehmen kann sich entscheiden, wenn es eben ein STO veranstaltet, Polymath heranzuziehen, um den Token zu erstellen und sich dann frei entscheiden, das Ganze auf T0 zu listen. Aber es ist nicht so, dass T0 sagt, naja, wenn ihr auf unserer regulierten Exchange gelistet werden möchtet, müsst ihr unbedingt bei Polymath den Token erstellen. Also so ist es nicht. Nun aber, wenn die beiden eng zusammenarbeiten, liegt es für Unternehmen nahe, ein quasi Komplettpaket sich anzuschauen, weil es natürlich nahe liegt, dass man da den größten Support hat. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass einen Daumen hoch da. Nur so erkennen die Videoplattformen, dass es sich um ein relevantes Video handelt. Was hältst du von T0, regulierten Exchanges, die dann STOs anbieten können, beziehungsweise Security Token im Allgemeinen? Schreib es doch mal in die Kommentare. Das würde mich dann wirklich mal interessieren. Hältst du vielleicht sogar Poly? Auch ein sehr interessantes Thema. Schreib es, wie gesagt, in die Kommentare. Und naja, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest und du gesehen hast, naja, Polymath interessiert dich, STOs ist ein tolles Thema, wie du siehst, ich bleibe an dem Thema dran, dann lass ein Abo da und es wäre sehr, sehr schön, wenn du diesen Kanal und dieses Video deinen Freunden und Bekannten weiterempfehlen würdest. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut.